Hallo liebe Leute, willkommen in der Lektion Drops im Lektionenpaket vom Online-Coaching Mountainbike EMTB Fahrtechnik zum Thema Bikepark. Und dabei ist es wichtig, wenn ihr euch an diese Themen rantastet, dass ihr schon fortgeschrittene Fahrer seid. Also in den Bikepark und an Drops geht man nicht, wenn man totaler Anfänger oder Anfängerin ist. Da muss das Fundament schon sitzen. Und natürlich auch Schutzkleidung und sollte da sein. Und das Fahrrad sollte auch den Belastungen gewachsen sein, die bei Drops auftreten. Kleine Kanten in Trails gibt es häufig und in Bikeparks gibt es natürlich oft gebaute Drops aus Holz. Das heißt, man fährt über Holzbretter und droppt dann in einen Hang rein. Das gibt es dann auch mit Drop-Batterien, dass man einen kleinen Drop hat zum Üben, dann sich immer weiter steigern kann, Schritt für Schritt. Ja, und das macht für viele total den Reiz aus. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr das optimal üben könnt in einzelnen Schritten. Beim Drop-Thema möchte ich sofort in zwei Bereiche unterscheiden. Es ist natürlich so, dass es Leute gibt, die noch gar keine Drop-Technik haben, weil sie noch nie gedroppt sind. Und das nur mal gesehen haben und sagen, boah, das sieht cool aus, sieht auch gar nicht so schwierig aus, das will ich auch mal machen. Die müssen die Technik erlernen. Und dann gibt es noch den zweiten Bereich, wo man weiß, es gibt Leute, die können schon eine sich angewöhnte, standardisierte Drop-Technik, die sie an kleineren Drops bis mittleren Drops hat, anwenden. Die wollen jetzt die Höhe steigern, wollen mental sicherer werden oder sie wollen in der Technik variieren. Das heißt, an einem Drop verschiedene Techniken trainieren, wie man dann abspringen kann. Weil nachher im Bikepark gibt es Drops, wo ein Gap dazwischen ist, wo man weiterspringen will. Dann gibt es welche, wo man eher so ganz klassisch so sich runterfallen lässt. Und man sollte halt wissen, welche Technik man wann anwendet. Steigen wir ein mit den ersten Übungen. Und zwar ist es so, wer noch keinen Droppen bisher gemacht hat, sollte hingehen und sich die Übungen aus den Lektionen in den Basics und den Lektionen beim Bunnyhop und beim Manual-Thema nochmal anschauen, das Vorderrad anlupfen, weil es ist sehr ähnlich, dass man mit einem leichten Vorderradanlupfer quasi verhindert, dass das Vorderrad die Kante sofort runterkippt. Und ja, da sind die Techniken sehr vergleichbar und man sollte als Anfänger auch erstmal eine Technik üben, die dann ganz festigen und dann nach und nach auch weitere Techniken hinzufügen. Das kann man optimal an einer Bordsteinkante machen. Ich kann auch empfehlen, an der Bushaltestelle, wo die Bordsteinkante ein bisschen höher ist, wenn da kein Verkehr ist, alles leer ist, kann man da gut üben. Und ja, vorher in der Ebene rollend, wie gesagt, ich verlinke unten mal die Videos fürs Vorderanlupfen. Zentrales, dynamisches Tiefgehen, dann das Fahrrad nach vorne beschleunigen, die Arme strecken sich, der Körper kommt leicht nach hinten. Und so vergleichbar ist auch die eine mögliche Technik an einem Drop, weil es gibt natürlich viele verschiedene Techniken, die ich euch jetzt hier zeige. Und das sollte man dann erstmal so üben, im Rollen und dann an einer Bordsteinkante üben, vom Gefühl her, als wenn man den Vorderreifen über die Kante nach vorne bewegt. Und dann kann man das Tempo und die Impulsivität des Impulses auch steigern. Weil das Droppen eine sehr simple Bewegung ist, kann man auf jeden Fall auch diese spielerische Herangehensweise anwenden, dass man so ein bisschen an den Bordsteinkanten rumspielt, so ein bisschen übt. Und wenn man nicht gerade den Lenker einfach nur zur Brust reißt aus den Armen, so dass die sich ganz stark beugen, die Arme, dann kann man auch gar nicht so viel falsch machen, sondern man wird sich wahrscheinlich eine gute Technik aneignen, um das Vorderrad zu entlasten, damit es nicht sofort runterkippt, sondern dass man dann mit beiden Rädern gleichzeitig landet. Und das kann, wie gesagt, diese typische Vorderanlupfer über den Manual-Impuls sein, den ich jetzt erklärt habe. Oder es kann natürlich auch sein, dass man einfach nur einen starken Preload setzt, also sich ganz dynamisch klein macht, die Federung komprimiert und dann wieder sich aufrichtet und das Vorderrad auch leicht macht. Manche machen auch so einen kleinen aktiven Absprung an der Bordsteinkante. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer jetzt sagt, ich möchte das ein bisschen systematischer machen, kann natürlich auch hingehen und sagen, dass er eine Technik ganz bewusst trainiert und dann die Methoden anwendet, wie erstmal isoliert üben, dann an der kleinen Kante üben, das Timing üben, dann mit einer subvokalen Methode, also in dem Moment sagen, jetzt oder Arme strecken und natürlich das Ganze mit dem Handy abfilmen und prüfen, zum Beispiel in der Landung, ob man dann auch Arme und Beine schön federt oder ob man ein bisschen steif ist. Das könnt ihr dann über diese Videoanalyse selber nachschauen oder das Ganze in der Facebook-Gruppe
oder im Forum posten. Jetzt gibt es die Leute, die schon Drop-Erfahrung haben und die sich steigern möchten. Es ist natürlich so, manchmal hat man den Luxus, dass man irgendwo in der Nähe einen Spot hat, wie zum Beispiel ich jetzt bei mir im Bikepark Winterberg als Fahrtechniktrainer. Ganz toll, da gibt es eine Drop-Batterie. Das heißt, da gibt es 5 Drops oder 4 Drops nebeneinander und der kleinste ist ungefähr so wie eine Bordsteinkante, eine ganz kleine, aber alle gehen in die gleichen Landehügel. Und das ist natürlich mega, weil dann kann man sich super steigern, dass man sich an dem kleinen rantastet und dass die immer wirklich risikoarm sind. Selbst wenn man irgendwie einen Fehler macht bei so kleinen Drops, dann passiert halt nicht viel, sondern man landet vielleicht ein bisschen frontlastig oder so, aber es ist noch ohne Stürze. Und dann kann man das Selbstbewusstsein steigern und immer mehr die Drophöhe Step-by-Step steigern, wenn man vorher abgeprüft hat, ob die Technik wirklich schon sauber sitzt. Das wäre nämlich die eine Methode. Man hat eine gut automatisierte Drop-Technik und dann, wenn man eine Drop-Batterie hat, übt man das dann. Oder wenn man keine hat, dann muss man halt einfach kreativen Blick haben. Da die eine Mauer, wo man drauf fahren kann, eine breite Mauer, bitte keine so schmale, und dann in den Wiesenhang reinspringen kann. Manchmal findet man einfach gute Kanten, wo man üben kann, um diese schöne Bewegung weiter zu automatisieren. Und dann ist es natürlich so, dass man auch eine Methode, das ist jetzt der dritte Schritt, dass man sagt, man möchte an einer bestimmten Kante verschiedene Techniken lernen. Also zum Beispiel über den Manual Impulse, dann vor den Lenker nach vorne schubsen, Vorderrad leicht machen, über den Preload oder mit einem kleinen Mini-Bunny-Hop abspringen. Gibt da wirklich noch mehr Varianten. Ich verlinke unten da mal ein Video zu, wo die gezeigt werden. Und dann würde ich das wie Laborbedingungen an der einen Kante üben, damit es wirklich immer vergleichbar ist, dass man nachher, wenn man im Gelände ist, im Bikepark, an den Drops, jeweiligen Drops, die passende Technik auspackt und dass man mehrere beherrscht. Droppen ist ein Thema, was sehr widersprüchlich ist. Einerseits ist es wirklich fahrtechnisch sehr einfach. Man kann schnell Erfolgserlebnisse sammeln, auch mit Adrenalinkick, weil man fährt auf eine blinde Kante zu, man sieht nicht die Landung oder erst sehr spät. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, Adrenalinkick. Aber ab einer gewissen Höhe hat man auch irgendwann eine Do-or-Die-Situation, wo man dann auch keine Fehler mehr machen darf. Weil wenn man in der Luft Fehler macht und man kommt total schief oder das Vorderrad sagt doch zu sehr ab, kann es sehr fatale Konsequenzen haben mit Verletzungen, mit Folgeschäden. Deswegen sollte man sich da weiter herantasten und natürlich auch im Auge haben, dass man aufs Bauchgefühl hört und nicht unbedingt aus Gruppenzwang oder so immer noch den höchsten Drop machen muss, den man noch nie gemacht hat. 3 Meter, 4 Meter. Wer das möchte, man kann sich wirklich langsam steigern, aber man muss auch wissen, worauf hat man wirklich Bock und wo wird man vielleicht so ein bisschen von außen dazu gedrängt, das zu machen. Jetzt hier eine kleine Beispiel-Bilderreihe von einem Fotoshooting, wo ich das vorgemacht habe. Also erstmal an der Bordsteinkante droppen, dann an der Zweiertreppe. Man kann natürlich die Treppenhöhe noch steigern. Dann an einer anderen kleinen Kante, die man so findet, eine kleine Mauer oder sowas. Dann noch weiter steigern und danach dann erst im Bikepark die höheren Drops angehen. Man kann wirklich auch zu Hause mit Kreativität und so weiter die Droptechnik überall verbessern. Jetzt ist es wichtig, als letzte Methode, wenn man verschiedene Techniken beherrscht oder halt eine, das ist beides möglich und richtig und gut. Man möchte ja auch automatisierte Bewegungen machen und nicht immer die ganze Zeit im Trail nachdenken, wie droppe ich denn jetzt, sondern das soll automatisch ablaufen, weil man schon hunderte, tausende Male wiederholt hat. Da ist es gut, sich wieder eine Kante zu nehmen und dann zu sagen, ich gehe jetzt hin und steigere mal die Dynamik des Impulses, aber fahre mit langsamem Tempo an. Oder ich fahre mit sehr schnellem Tempo an und mache nur einen ganz schwachen Impuls. Das würde ich wirklich auch bewusst trainieren, damit man nachher dann im Gelände auch wirklich für jeden Drop das passende Timing, die passende Technik hat. Liebe Leute, denkt daran, Droppen macht mega Spaß, aber wenn ich die Fail-Friday-Videos sehe, weiß ich auch, dass da oft auch noch viel schief geht. Und gerade wenn ihr wirklich die Drophöhen und die Weiten bei einem Roadgap oder so immer steigert, bitte macht das in kleinen Schritten und guckt, dass ihr auch eure Air-Awareness, euer Gefühl in der Luft aktiv zu sein und nicht wie ein nasser Matrose zu hängen,
weiter verbessert, damit ihr nicht irgendwie blöde Verletzungen euch bei Drops holt. Und seid mental entschlossen. Macht es nur, wenn ihr wisst, es geht auf jeden Fall gut. Und macht keine leichtsinnigen Aktionen, die euch vielleicht ins Krankenhaus bringen. Ich danke euch für euer Interesse. Die Drop-Lektion war jetzt sehr spielerisch, gar nicht systematisch. Aber wie gesagt, ihr seid auch Individuen. Wenn ihr sagt, ich möchte das mir ganz systematisch machen, könnt ihr auch wirklich in einzelnen Schritten sagen, okay, erst die Technik oder die Variante, die Methode und dann die Bordsteinkante und so weiter. Oder wie gesagt, das variiert. Man kann auch sagen, ich gehe ein bisschen spielen, teste es mal und filme mich dabei dann ab, wie ist mein Status quo mit dem Handy, passt die Drop-Technik oder muss ich noch etwas verändern? Ich denke mal, jeder kann jetzt aufgrund dieser Tipps schon mal weiter üben. Und ja, ich drücke euch die Daumen, zieht Schutzkleidung an, stellt eure Federung passend ein, dass sie nicht durchschlägt. Let's go!